Hallo allesamt und willkommen zu Breath of Death 7 mit Arcane Force. Ich bin Manson Genesis und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Reise. So, wir sind hier immer noch in der Stadt drinne. Ich erkunde noch ein bisschen, so gut es geht. Super, hier ist aber nichts. Und ja, wir müssen noch ein paar Schatztruhen sammeln und wir hatten schon mal einen Restore Point, wo wir unser MP wieder generiert haben, weshalb ich jetzt glaube, dass hier noch irgendwo ein Boss in der Nähe lauert. Den werden wir dann wohl gleich sehen. Aber fürs Erste kümmern wir uns um diese Geister hier. Victory! So, da geht's schon mal nicht weiter. Da muss ich wohl da oben entlang. Ja, muss ich wohl. Die Looter, die nerven mich. Egal. MP! Boah. Jetzt. Jetzt ist vorbei. Die wollen mein MP haben. Hier haben sie mein MP. Zurück. Natürlich nicht. Level up, Liters now, level 13. Maximum HP goes up by 6. Maximum MP goes up by 6. Choose your level up bonus. Magic and Agility. Magic and Vitality. Markierresistenz nochmal drauf. Ich meine, wir haben sie ja schon bis Rüstung gegeben. Und auch Movement. Machen wir Agility. Schade, dass man in solche Häuser nicht rein kann, aber okay. Ja, ich würde sagen. Ghost Cars appeared, würde ich sagen. So. Level up, damn is now level 15. Maximum HP goes up by 10. Maximum MP goes up by 5. Choose your level up bonus. Oh, wir können unser Fire Flurry aufbessern. Oh, Combo Boost macht das nochmal extra. Ah, nee, es verbraucht den Combo Boost, kann es sein? Nein, oder? Also ich check's nicht, aber. Der Combo Boost mal 3 ist schon sehr gut. Wenn ich jetzt 12 bei dem mache und dann 3. Ich will wissen, was mit dem Combo Boost auf sich hat. Mein letzter Speicherpunkt war in der letzten Aufnahme. Ach, ich nehme einfach den Combo Boost. Combo auf 5 hoch. Obwohl, 33 mal 5. Boah, das ist eine Menge bei einem Gegner. Für Fire, das sind 150 gegen. Lächerliche 66 immer noch. Für 2 MP mehr. Ja. Nein, ich will den Combo Boost wissen. Dafür nehme ich ein bisschen weniger. Ich mache den auch eh mehr auf Stärke als auf Fähigkeit. Also auf diese Art von Fähigkeit. You can feel the presence of a terrifying robot. Ja, okay. Es ist einfach mal wieder ein Typ. A ghost car approach, a giant monster approach, a ghost car approach. Round 1 begins, monster side, no strange. Ja, das ist dann wohl wieder ein Boss-Battle. Ich hab's mir schon gedacht und ich würde sagen, teste ich doch mal einen Firefly aus das Neue. Was macht der Combo-Boss jetzt? Wir gehen auf das Ghost Car damit. Hailstorm auf alle natürlich und wir werden. Das Sleepen brauchen wir nicht. Machen wir Lightning auf alle. Cyber performs Hailstorm 3 hits, 97 damage from 2 Ghost Car, 194 damage from 2 Ghost Car, the Ghost Car is defeated. The Ghost Car rips its energy, speed and power increase. Damn Cast Firefly, 3 hits, 60 damage points for the Ghost Car, the Ghost Car is defeated. The Junk Monster rebelled, found alles. The Junk Monster strength and defense dropped. Round to begin. Okay, also. Wir können ihn schwächen. Einfach nur, indem wir seine Karte zerstören. Oder wir werden ihn sofort zerstören. Ich glaube, ich würde sagen. Dann machen wir nochmal ein bisschen Fireflies. So. Aufs Ghost Car. Wir werden nochmal Hailstorm machen auf alle. Und wir werden nochmal Lightning auf alle machen.
61 Damage, Ghost Car, 47 Damage, Junkman, 61 Damage, Ghost Car. Hailstone, 3 hits, 150 Damage, the Ghost Car. The Ghost Car is defeated, 79 Junkmaster. The Ghost Car takes 1 hit, 79 damage for 7. Damn Cast Firefly, 3 hits, 51 damage points for the Junkmaster. The Junkmaster attacks 1 hit, 30 damage points to Damn. Round 3 Monsters are at 120% range. Okay, es sind beide Ghost Car Segment, ist egal. Mein Deathblow macht jetzt schon 500. Der ist jetzt dran, ich werde den Deathblow einsetzen, ein Junkmonster. Ich werde noch einen Hellspawn machen und ich werde ganz normal Attack machen. Ah, alle. Lead Attack 1 hits 60 damage points for the Junkmonster, 39 damage points for the Ghost Car. Seraph performs Hellspawn, 3 hits, 105 damage points for the Junkmonster. The Ghost Car revives in his speed and run. Damn performs Deathblow, 1 hit. 481 damage points for the Junk Monster. The Junk Monster takes 1 hit. 34 damage points for them. Round 4 against monsters are at 130% strange. Ja, Junk Monster ist so gut wie tot und Ghost Car ist jetzt noch am stärksten. Ich würde sagen, Damn Attack of Ghost Car, Sarah Attack of Junk Monster und Lita Attack of Wolf. The Ghost Car takes 1 hit. 75 damage points for Lita. Oh mein Gott, ich könnte sogar noch jetzt drauf gehen. Lita takes 1 hit. 16 damage points for the Junk Monster, 39 damage points for the Ghost Car. Sarah takes 1 hit, 11 damage points for the Junk Monster. The Junk Monster is defeated. Damn attacks 1 hit, 93 damage points for the Ghost Car. The Ghost Car is defeated. Victory! All enemies have been defeated. All allies regained full HP and 3 MP. You gain 1390 XP and 1600 gold. Level up, Sarah is now level 15. Maximal HP goes up by 8. Maximal MP goes up by 8. Choose your level up bonus. Vitality is Wisdom, Will is für Magie. Wille. Lita is now level 14. Maximal HP goes up by 6. Maximal MP goes up by 6. Choose your level up bonus. Stays up! Okay. Entweder kann HP eine Pyro machen oder Strange Magic Agility wieder dienen will. Stays Up habe ich bis jetzt immer das genommen, also werde ich auch das machen bei der. Robot. I am error. The robot stops moving. What a terrifying machine. Lita, it's not its fault that it was trying to kill us. Robots just do what they've been programmed to do. In fact, I bet that I could fix it up, so that's a great help to us. Then, we just defeat these monsters and now you want to bring it back to life? What a foolish idea. Sarah damn says that he's scared of the big bad robot. I said nothing of the sort. I just think it's a waste of time. Lita, don't worry. I won't reactivate it in time, so it won't try to kill us. Several hours pass while Lita fiddles with the robot. Damn, will this ever end? Lita, this is interesting. Sarah, did you figure out how it... to fix it? No, the robot's too far gone to repair. However, listen to this. Someone tampered with this robot before it attacked us. Yep. Here's your problem. Someone said this thing to evil. Why would someone do such a thing? Guess they didn't want it captured as gold. Looking at the original code, the robot's original proposed was to revive 6 magical crystals from a large ruined city surrounded by mountains and deliver them to a certain location to the deserved Badlands. Large ruined city surrounded by mountains? That must be referring to the city of Lanthorn. Hey, damn! Let's go to Lanthorn and look for those crystals. It's a big room, so we are sure to find more secrets of the past. Besides, we're on to Mr. Robert to fulfill his mission since we destroyed him. I don't think we own anything to anyone who wants trying to kill us. That's a great idea! We'd be able to find all sort of nifty gadgets in a big room like that. There's a series of caves near Motherbound to lead to the ruins of Motherbound. Should be our next destination. To Motherbound! Motherbound is up to north. There's a chain of mountains in the way, so we'll need to pass through the water caves to get there.
Well, fine, fine. Und ich hätte, glaube ich, einfach nur hochgehen können, um rauszukommen aus der Stadt, aber... Mindestens eine Truhe habe ich übersehen. Na, was soll's. So, machen wir es dann mal so, Antwort und so. Haben wir schon mal einen weg. Nummer 2. Nummer 3. Oh, alle! Mein Gott! Ja, es war gut, dass ich die 10 auf alle gemacht habe für sie. Oh, zufällig. So, eben kommt man da raus. Okay, wie es aussieht, haben wir vielleicht auch bald noch einen Roboter. Aber nur vielleicht. Bam, bam. Zwei Hexen sind tot, die dritte jetzt auch. Okay, so. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Ich möchte ihr neue Glasses kaufen. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es da auch eine Shotgun. Mal gucken, ob unsere Shotgun die gleiche ist oder eine bessere. Oder eine schlechtere. Welcome, Stranger, with a giant. What the bang? Ich hab's aber auch heute. Bei Weapons. Shotgun. Press X und. At the. It's the same. Okay, wunderbar. Bei Armor. Geek Glasses. Oh, you. Definitiv. Ein Upgrade. Also gut. Dann kaufen wir die Glasses, rüsten sie direkt aus. Yay! Und hey, weißt du was? Wir werden auch noch was verkaufen. Glasses. Und den Mystic Stuff können wir auch verkaufen. Wir haben ja jetzt den Moment. Ne, da gibt nicht X. Wir haben ja einen verbesserten Stuff, ne? Einiges besseren Stuff, ja, dann können wir auch den Stuff eigentlich verkaufen. Die Handgun lassen wir erstmal. Ich meine, Hit plus 1 ist auch schon schön. Aber das sind ja schon verschiedene Variationen zu spielen. So. Ja, wir sind jetzt wieder in der Stadt und ich würde sagen, es ist schon wieder soweit. Bevor wir jetzt uns dann weiter umgucken. Zu diesem Mountain, wo wir ihn wollen, würde ich sagen, machen wir doch hier noch eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!